bald ist es soweit. Bibis Baby steht quasi schon vor der Tür. Und deswegen machen wir heute ein Babyspielzeug. Aber man kann damit nicht nur spielen, sondern man kann es auch essen. Babyrasseln. Wir machen einen ganz klassischen Mürbeteig. Dazu gebe ich erstmal Butter und Zucker in eine Schüssel und schlage das mit einem Handrührgerät. Ja, das ist gut. Jetzt rühre ich weiter und gebe peu à peu das Mehl dazu. Das Salz noch dazugeben. Okay. Das Ei fehlt noch, das schlage ich noch dazu. Ich knete noch ein bisschen mit den Händen nach und forme das dann zu einer Kugel. Die Teigkugel packe ich jetzt noch in Frischhaltefolie. Und dann kommt das für 30 Minuten in den Kühlschrank. Der Teig war im Kühlschrank. Jetzt ist er kalt genug und lässt sich auch gut genug formen. Und roll ihn aus und ihr könnt dazu natürlich eure Arbeitsfläche bemehlen. Mir fällt es eigentlich immer leichter, wenn ich mir einfach ein Backpapier nehme und da direkt den Teig schon drauf ausrolle. Ich bemehle trotzdem das Backpapier ganz leicht und dann rolle ich den Teig da jetzt drauf aus. Jetzt braucht ihr zwei runde Formen, also eine größere und eine ein bisschen kleinere. Im besten Fall ist die kleine so, dass der Rand vom großen Rand so 1 cm entfernt ist. Das ist ungefähr 1 cm, oder? Ich steche jetzt erstmal nur die großen Formen aus. Entferne jetzt also die Teigreste rundherum. Und dann steche ich jetzt gleich die kleine Form nochmal in der Mitte der großen Kreise aus. Und hol dann die Mitte, die Teigmitte auch nochmal raus. Ihr braucht eine gleiche Anzahl an Ringen, weil die werden dann zum Schluss zusammengefügt. Das wird dann 1. Ich habe jetzt die Hälfte mit den runden Formen gemacht und die Hälfte mit Herzen. Wir machen jetzt so eine Art Glaswand oder so eine transparentere Wand. Und die machen wir mit den Bonbons. Also es ist jetzt echt spannend. Und zwar lege ich in jedes Loch ein Zucker rein. Je heller, desto mehr wird man die Perlen dann nachher sehen. Das ist so, sind so Kindheitsbonbons, ne? So die klassischen Kindheitsmomente, wobei ich habe immer am liebsten Eiszuckerl gehabt. Kennst du die Eiszuckerl? Das war mein absoluter Favorite. So. Falls ihr euch wundert, warum das ein bisschen nass ist, ich habe unten das Backpapier angefeuchtet, damit das nicht so wegrutscht beim Rollen. Das backen wir jetzt bei 200 Grad für 10 Minuten und dann müssten die Bonbons auf jeden Fall ganz aufgelöst sein und dann müsste das eine Wand ergeben. Schauen wir mal. Ich freue mich gerade wie ein Baby, weil es hat geklappt. Man muss ein bisschen aufpassen, weil das Backpapier bleibt gleich kleben, aber ist das nicht krass? Jetzt sind wir fast fertig. Ich muss kurz probieren. Mmh. Lecker. Wie schmeckt das in der Mitte? Das Bonbon dazu ist ja sau lecker. Wir machen jetzt unseren Kleber. Das wird einfach Zuckerguss sein. Deswegen habe ich hier ganz viel Staubzucker oder Puderzucker. Ich gebe den jetzt hier peu à peu in die Schüssel mit ganz wenig Wasser. Ich schaue, dass ich den Zuckerguss so fest wie möglich mache, weil der muss richtig gut beide Kekse gleich zusammenkleben lassen. Dann nehme ich mir einen Keks und bestreiche den Rand mit dem Zuckerguss. Dann kommen in die Mitte noch Perlen eurer Wahl. Und dann nehmt ihr die andere Hälfte und klebt die oben drauf. Und fertig ist die Babyrassel. Und dann sieht das so aus. Und hört sich so an. Das ist geil. Und es hört sich auch gut an. Mmh. Mmh, das ist so lecker. Ist dieser Bonbon in der Mitte. So schön und knusprig. Wenn ihr Lust auf noch mehr leckere Videos habt, dann könnt ihr hier klicken oder auch das hier angucken. Sind beide sehr, sehr zu empfehlen. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren, dann verpasst ihr kein Video mehr. Dann sehen wir uns nächsten Montag um 13 Uhr. Ich freue mich. Bussi, baba.